Tupper-Freunde und die, die es noch werden. Ich habe hier wieder ein ganz spannendes Produkt für euch. Das ist der MikroQuick, der Schnellkochtopf für die Mikrowelle. Und wer mich kennt, der weiß, ich koche ja fast alles mit der Mikrowelle. Und ich habe auch versprochen, dass ich noch ein Video mache, wie ich meine Brühe selber mache. Das ist ja nicht ganz unwichtig, wenn man gerne auf Geschmacksverstärker und Glutamaten und Sachen, die da irgendwie zusätzlich reingemischt worden sind, verzichten möchte. Kann man natürlich sowas auch super selber ansetzen. Und unser Schnellkochtopf, unser MikroQuick, bleibt maximal 30 Minuten in der Mikrowelle. Und die Stehzeit erledigt quasi den Rest, wenn ich 15 Minuten nachstehen lasse zum Beispiel. Ist auch alles gar. Ich kann verschiedene Suppen kann ich hier drin machen, Milchreis kann ich machen, Gulasch kann ich hier drin machen in 30 Minuten mit 15-minütiger Stehzeit. Gibt es ein ganz tolles Rezeptheft, was man sich dazu runterladen kann, um das einfach mal alles so ein bisschen auszuprobieren. Dieser Deckel hier hat hier ein, das lässt die Luft raus, so ein Ventil, Druckluftventil. Und hier ist der Indikator, der Druckluftindikator. Der, ich nenne ihn immer liebevoll Nupsi, der ist unten, dann ist da noch kein Druck drauf. Wenn der oben rausguckt, ist da Druck drauf und dann darf man den auf jeden Fall nicht öffnen. So lange zulassen, bis der Nupsi wieder unten ist. Und auch nicht nachhelfen, indem man da mit dem Finger drauf rumdrückt. Aua. Okay, versteht ihr selber. Wir haben hier einen Sicherheitsverschluss, den ich öffne. Dann ist der Deckel nämlich richtig fest verschlossen. Kann den aufdrehen. Habe einen Behälter mit 3 Liter Fassungsvermögen. Passt also auch einiges rein. Setze ihn hier wieder zusammen. Das ist ein Bajonettverschluss. Wird also eingedreht. Zack. Und dann den Verschluss wieder richtig zumachen. Und dann kann der einem auch nicht um die Ohren hauen, wenn da ordentlich Druck drauf sitzt. So, Brühe ist eigentlich eine ziemlich einfache Geschichte, weil ich sammle ja immer mein ganzes Gemüse in Gefrierbehältern. Hier zum Beispiel habe ich was gesammelt. Da schmeiße ich dann alles rein, was ich so gesammelt habe. Und fülle das mit Wasser auf, je nachdem wie voll ich das kriege, wie viel ich gesammelt habe. Reicht auch schon. Schon fast zu viel hier. Ja, manchmal mache ich auch 2 Fugen, ne? So, das reicht eigentlich schon. So, und jetzt fülle ich den mit Wasser auf. So. Schön auffüllen. Oder jetzt mal so einen Liter rein. Dann sehe ich zu, dass alles schön unter Wasser ist oder gut unter Wasser ist. Das kann ich natürlich ein bisschen würzen noch. Mache ich gleich ein bisschen Salz und Pfeffer noch mit dran. Und dann verschließe ich das und gebe das für eine halbe Stunde bei 800 Watt in die Mikrowelle. Lasst die Tür noch 15 Minuten zu, aber da zeige ich euch gleich nochmal mit dem Druckindikator, mit diesem Nupsi, wie das dann aussieht, damit ihr das schon mal gesehen habt. So einfach ist das schon. Wir sehen uns gleich wieder. So, dann schauen wir mal rein. Es hat Piep gemacht. Ich müsste jetzt 15 Minuten noch die Tür zulassen, aber wir schauen mal eben rein. So, und da ist der Indikator, der Nupsi. Man sieht, dass der noch oben ist. Das heißt, wir müssen warten, bis der unten ist. Tür wieder zu. Und bis gleich. So, wie man sieht, mein Nupsi ist jetzt unten. Jetzt darf ich ihn öffnen. Jetzt hat er 15 Minuten gestanden. Passiert natürlich dann auch nichts mehr. So, Deckel einmal ab. Immer von einem weg natürlich. Na, und schon sieht man, da hat sich gut was getan. Und jetzt gieße ich das erstmal ab.